Ich schau mal. Der ist mittel. Der macht 26 bis 33 Schaden. Plus 6 Durchbohrungsschaden. Was haben Stäbe für eine Angriffsding? Eis. Ah, die haben Eis. Da bringt ja das Teil nicht so viel. Wir probieren einfach mal den Avannas-Stab aus. Oder den Feuerstab. Eisstab oder Feuerstab. Wir nehmen den Eisstab. Den können wir jetzt nämlich schon benutzen. So, schauen wir, wo der grüne ist. Da. Okay, das reicht. Ja, tragen können wir auch noch genug. So, jetzt gehen wir in den Wald. Ah, wir nehmen noch eine Reisquest an, genau. Und zum Robbenhändler können wir auch noch kurz gehen. Da haben wir ja plötzlich wieder genug zu tun, also, ja. Es war schon fast langweilig in den letzten paar Aufnahmen vor dieser Aufnahmesession. Aber jetzt ist ja gut. Wir brauchen nur eine Briefquest, aber die gibt es wahrscheinlich momentan gar nicht. Ja, die ist zu schwach. Zu wenig XP. Ach komm schon. Ja, 2700. Oh Gott, Gott. Hier gibt es wirklich nichts Gescheites. Müssen wir nach Rayera. Da ist mal eine gute. Schauen wir mal, wohin müssen wir. Wir müssen nach... Hä? Wir müssen nach nix. Bug? Buggy, buggy, buggy. Vielleicht müssen wir hier irgendwo beim Luftschiff. Wo ist UNUAS? Und wie select es momentan? Mein Gott. Ja, irgendwas ist los. Der Lüfter ist momentan am Arbeiten. Fraps braucht viel zu viel Strom. Ich kann nicht auf die Karte schauen, so. Jetzt. Ach komm schon. Okay, wir brechen sie ab. Die geht ja nicht. Wenn wir nicht wissen, wo wir hin müssen. Hallo. So. Oh, hier ist noch eine 7400er Quest. Nach Dosim, okay. Also jetzt gehen wir nach noch zum Händler. Und dann gehen wir kurz die Quest da oben machen. Ja toll, hat die gar keine guten Sachen. 56. 64, 48, 64. Ja, viel bessere Sachen hat es nicht. Armschienen, 88. Das einzig bessere wäre eigentlich die Magierschuhe, plus 5. Na, die lassen wir. Wir könnten aber Sachen verkaufen. So. Ja, das Handeln ist mega mühsam in Regnen.
Man kann wirklich gar nichts. Ach so, kann man alle rüberschieben. Mit Alt kann man alle rüberschieben. So. Denn das brauchen wir nicht. Gut. Schamanenhandschuhe. Ah, das sind die, die ich geschenkt bekommen habe. Für Level 42, genau. Sonic Vader. Also jetzt gehen wir nach Korsum und dort irgendwas killen. Was müssen wir? Goblin-Krieger, Meister. Also gehen wir mal zu den Goblins wieder. Das sind wahrscheinlich, das ist ein Luftschiff zum Drachen. Es gibt wahrscheinlich noch einen extra Drachen für alle Reiche oder so. Und ja, die waren dort mal an einem Abend und hatten den Drachen auf die Leute für den Drachen gewartet. Das werden wir dann alles anschauen. Also ich werde so gut wie alles dann machen. Aber wir sind noch zu wenig, zu unterlevelig. Das geht momentan noch nicht. Es würden alle flamen. Hey, du bist noch nicht hoch genug. Komm nicht rein, sonst gibt es Hauer. Böse Hauer. Ganz böse Hauer. Ach komm, bitte Flaps. Nicht schon wieder anfangen. So, jetzt. Tja. Flaps, ich schmeiß dich in den Papierkorb. Sobald ich Shadowplay habe, dann kannst du dort vergammeln und verscheißen. Oh, schon 500.000 Gold. Leider kann man das bei Regnum fast nicht gut ausgeben. Schade, schade. Okay, Sirtis hat das Algoros-Fort-Gebäude eingenommen. Das ist, glaube ich, bei Alsius. Ich möchte sogar nur wieder dabei sein in den Wars. Danach mal gewinnen. Aber eben, es ist extrem mühsam, dort hochzukommen. Da brauchen wir Kraft und Ausdauer. So. Da ist noch einer. Kann es sein, dass die Schüsse vom Dämonen jetzt auch gleich meine Stabs sind? Wäre ein bisschen, ja, eigentlich, naja, ein bisschen langweilig. Aber schon gut. Wahrscheinlich wird der Dämon sogar noch stärker dadurch. Ich weiß es nicht. Also, die Mechanik vor dem Ektum ist ganz anders als bei Diablo 3 oder so. Da weiß man nie, was so wirkt und was so ausschlaggebend ist. Aber es sieht so aus, also die Leiche schießt schon schnell. Also wahrscheinlich heißt der im Englischen Leich. Darum sage ich einfach mal, ich, Leiche, tönt so komisch. Hallo? Ich brauche einen Goblinmeister. Da ist einer, aber dann ist der wahrscheinlich zu spät für die Beschwörung. Ja. So. Der nächste. Das ist ein Anführer, den brauchen wir nicht.
3 sind ausgewachsen, wohl 4 sind Meister. 2. Die sind so gut getarnt, die sieht man fast nicht. Was mich bei manchen Let's Playern einfach stört, ist diese Unkenntnis bei den Games. Also ich schaue eigentlich nur Let's Player, die auch Let's Helps irgendwie machen, wo man auch etwas lernen kann nebenbei von dem Game. Weil viele Leute, die sind einfach zu faul, kurz etwas aus dem vom Spiel herauszufinden. Let's Playen einfach und dann merken sie, oh, das Let's Play, also das Spiel ist scheiße und langweilig und ja, ich höre dann wieder auf. Ich habe das früher zwar auch gemacht, aber auch nur, weil ich halt ausprobieren wollte, ob die Leute das mögen oder das mögen. Aber eben, wenn es große Let's Player machen, ich sage jetzt keinen Namen, aber es sind sehr große Let's Player, die einfach nur null Ahnung haben, dann denkt man schon, wollen die eigentlich immer so dümmlich wirken? Wollen die dumm sein, damit viele Noobs, viele Anfänger, die Let's Plays schauen wollen, lieber viele Profis und gute Community-Leute, die nicht immer Erste sagen oder so, als viele kleine Noobs und so, die immer die ganze Zeit nerven. Also, ich bin mit den 200 Leuten schon recht zufrieden. Sie sind zwar immer im Hintergrund, aber sie schauen die Videos und auch sehr lange, also sie schauen fast immer komplett. Das ist ja, das tut ja einem schon viel besser. Ich denke, die Leute, die erste schreiben unter den Videos, die schauen das Video gar nicht. Die wollen nur immer die ersten sein, mehr nicht. Also solche Fans brauche ich nicht, will ich nicht und sie werden auch nicht durchgesetzt bei mir. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe so eingestellt bei YouTube, dass solche Kommentare gar nicht durchkommen. Also wenn einer erste schreibt, der wird nicht durchkommen. Und ja, ich werde nur Leute durchbringen, die auch etwas anständiges Ding, also ich werde zum Beispiel Sachen wie gutes Let's Play oder das Let's Play gefällt mir nicht oder so, solche Kommentare werde ich durchlassen, also auch negative eben. Oh, aber wenn jetzt steht, ich habe gegessen Lasagne heute Nachmittag, das bringt's nicht. Das muss ich nicht durchlassen. Was mit dem Video nicht zu tun hat, gehört einfach nicht unten in die Kommentare. Oder? Oder, also ihr könnt schon Sachen über mir bereden. Ich gehöre ja auch eigentlich zum Video. Also wenn ihr jetzt fragen wollt, wie es ging im heutigen Training, dann also tue ich ja das eigentlich durch. Also öffentlich machen dann. Aber eben, es wird halt auch mehr ein bisschen gefiltert, aber ich werde alles durchlassen und schnell genug. Also ich werde immer wieder bei YouTube nachschauen, ob gefilterte Nachrichten gibt oder so. Ja, jetzt haben wir über 500.000, sehr gut. 509.964. Also, jetzt gehen wir nach Fiskel zurück und dann nach Dosim. Kann man gut noch wieder ein bisschen reden. Aber ich muss kurz noch etwas trinken, sorry. So. Aber ich habe selber beim Videoschauen gemerkt, ich trinke viel weniger, mir macht es weniger Mühe für meine Gurgel und so, Hochdeutsch zu reden, man lernt es halt auch, oder? Und schaut mal meine alten Videos von vor 3 Jahren oder so, da war ich noch sehr, also sehr unsicher vor allem, also ich habe sehr wenig geredet und so. Heutzutage, ja, rede ich sehr liebend gerne Hochdeutsch, ich habe mich angepasst und ja, zwar ist halt noch der Dialekt ein bisschen da, aber ja, da bleibt halt, das kann man nicht ändern. Der ist einfach da, oder?
Man ist in einer anderen Region aufgewachsen und ja, man hat halt solche Problemchen. Aber eben, solche Leute, die meinen, sie müssen mir schlecht tun wegen der Sprache, ignoriere ich. Die brauche ich wirklich nicht. Aber die Kommentare wurden auch viel besser, also es kommen viel weniger Sachen durch, die einfach nur blöd sind oder so. Jetzt müssen wir noch kurz zum Platz. Wohin? Ah, rein. Rauf wahrscheinlich. Mit Farbe, das ist wahrscheinlich der, der drin ist. Ah nein, das ist die andere Kiste mit Polos, der ist da drin. So, jetzt müssen wir noch kurz hier hin. Gut. Und wieder runter. Ja, schaffen wir noch heute das Level? Hoffentlich schon. Also, nochmals runter. Gut, sehr gut. Also mit diesem Nvidia Antivirus habe ich jetzt abgedankt. Da war wirklich Flaps manchmal extrem böse darauf. Böde Zauberstab. Ja, und die ganze Zeit Werbung und Updates zu haben, das nervt einfach. Ich habe jetzt Kaspersky, ein Einjahresprogramm, Multi-Sachen. Also auch Adware und so Sachen runtergeladen und ja, jetzt bin ich eigentlich viel besser und höflicher geschützt. Weil Nvidia, die sollen lieber ein bisschen was kosten als Ding. Also es kostet in der Vollversion Nvidia, also mit in der ganzen Version, in der Pro-Version, viel mehr als Kaspersky. Ich verstehe das nicht. Und man hat mit der Vollversion immer noch Werbung und diesen scheiß Updates, die die Spiele unterbrechen. Also man wird in den Desktop zurückgeworfen und solche Sachen. Also das